Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Meine lieben Zuschauer, ich möchte gerne meine Kurzlegungen vorstellen. Es ist eine kleine Auswahl meiner Beratungen. Diese könnt ihr haben als Videoberatung auf YouTube oder als WhatsApp-Beratung. Weitere Legungen findet ihr auf meiner Webseite unter www.denderasusannamedici.com. Tageshoroskop am 7. März 2019 nach indischen Astrologie. Unserem Sonne, die gesamten Sonnensystem bewegt sich durch den platonischen Jahr. Die Zentralsonne ist Alkyone. Alkyone ist eine von den Plejaden und die sieben Plejaden sind die Töchter von Atlas. Die sind die Regengeschwister. Gibt es auch die Hyaden und die Hyaden sind die Halbschwester. Die Hyaden sind auch die Töchter von Atlas. Und unserem Sonnensystem bewegt sich durch diesen platonischen Jahr. Ein platonischen Jahr dauert etwa 26.000 Jahre und das entspricht etwa unserem täglichen Atemzüge. Und durch diese Bewegung verschiebt sich der Frühlingspunkt und diese Bewegung nennt man Präzession und das wird berücksichtigt in indischen Berechnung. Aus diesem Grund nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, dass es anderes ist als im westlichen Horoskop. Ich erkläre auch vieles über die Maya-Kalender. Und die Maya-Kalender haben das auch berücksichtigt, dass unser Sonnensystem bewegt sich durch diesen platonischen Jahr. Und wie ich schon sagte, ein platonischen Jahr entspricht etwa 26.000 Jahren und ein platonischen Monat etwa 2.000 Jahren. Dezember 2012 ist ein neuer platonischer Monat begonnen. Das haben die Mayas berechnet. Und dann kamen die Prophezeiungen, oh, das ist Weltuntergang, fast eine Hysterie ausgelöst. Mit diesem Datum hat die Wassermann-Zeitalter begonnen. Bis dahin waren wir noch im Fischenzeitalter. Dieser Wassermann-Zeitalter dauert etwa bis Jahr 4000. Also die Mayas und auch die Maya-Kalender berücksichtigt es auch. Auch ein ganz präzise Kalendersystem. Leider wurde durch die Inquisition ein Teil von diesen Schriften verbrannt, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben und das, was ich hier im Tageshoroskopen zusätzlich auch vermittle, die Maya-Kalender. Aber erstmal zum Astrologie. Ganesha hütet den Astrologie und Ganesha begleitet uns immer bei Neubeginn.
Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Suraya heißt in indischen Astrologie die Sonne. Suraya ist im Wassermann. Sonne zeigt immer die Monatsthemen. Das ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr. Also die Leichtigkeit, das vermittelt Wassermann natürlich auch, weil das ist Luftelement. Außerdem die Ideen, die neue Gedanken vermitteln die Ideenreichtum. Mond bewegt sich auch in Tierkreiszeichen Wassermann. Neumond ist vorbei und hat die zunehmende Mondphase begonnen. Ein Name des Mondes ist Soma. Es gibt verschiedene Namen. Einer davon ist Soma. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Agni ist der Feuergott. Steht aber in Verbindung zum Mars, weil von diesem Energie ist Mars entstanden. Agni gilt eigentlich als Vater Marses, so beschreibt die indische Mythologie. Also Agni steht mit Mars in Verbindung und ich setze Agni, diesen Feuergott in indischen Mythologie, für Mars. Merkur ist in Tierkreiszeichen Fischen. Buddha ist die Sanskrit-Name für Merkur, wird aber mit ein D geschrieben. Und das habe ich nicht. In meinen Karten steht Buddha mit zwei D geschrieben. Und das bedeutet schon das Erleuchtung, die Erleuchtende. Trotzdem verbinde ich das mit Merkur. Merkur ist in Fischen. Indra steht mit Jupiter in Verbindung und Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion. Indra oder Jupiter ist in Skorpion. Beide sind im Wasserelement und hier handelt es sich um Gefühle. Jupiter vergrößert es, also intensiveren Gefühlen. Bei Skorpion schauen wir auch in die Tiefe. Und bei Buddha geht auch um Kinder, Jugendlichen, da eine emotionale Verbindung. Kann natürlich bei einer oder anderen auch Schwangerschaft auslösen. Immerhin hier bei diesem Themen ist auch die Wasserelement auch wirksam ist. Aber nicht nur das, sondern über Gefühlen sprechen oder die Gespräche sind gerade gefühlsvoll. Lakshmi steht mit Venus in Verbindung und Lakshmi ist im Tierkreiszeichen Steinbock. Venus ist im Steinbock. Skanda steht mit Saturn in Verbindung und Saturn ist im Schütze. Und mit Saturn endet sich die persönlichen Planeten. Jetzt schauen wir die Elementenverteilung an, weil wir haben vier Grundelemente. Feuerelement ist immer aktiv, zeigt Leidenschaft, Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Erdelement zeigt die Sicherheit, Stabilität, Materie, Bodenständigkeit, eine feste Boden unter unseren Füßen. Luftelement zeigt die Leichtigkeit, aber auch Gedanken, auch die Gespräche, Kommunikation, die Worte werden auch durch die Luftelement vermittelt. Und bei Wasserelement handelt es sich um unserem Unbewussten, unsere Sehnsüchte, unsere Träume, aber auch die Gefühle gehören dazu. Im Feuerelement ist Mars und Saturn.
Venus ist im Erdelement, Sonne, Mond ist im Luftelement und Merkur, Jupiter ist im Wasserelement. Das heißt, die Elemente sind ausgeglichen und das sorgt dafür, dass wir hier mal eine gewisse Harmonie haben. Dann kommt Uranus, Neptun und Pluto, das sind die äußeren Planeten. Uranus ist in Tierkreiszeichen Widder, bringt Umbrüche und Veränderungen, unerwartete Ereignisse, plötzliche Ereignisse. Neptun ist im Wassermann. Neptun zum Beschreiben ist gar nicht einfach. Neptun bedeutet Träume, Visionen, Inspiration, Fantasie. Und für Künstler ist das natürlich wundervoll, ist der Planet der Künstler. Aber wenn das missbraucht wird, diese Neptun-Energie, und jemand erzählt und sein Märchen hat aber mit Wahrheit gar nichts zu tun, das kann natürlich täuschend wirken. Und diese Täuschungen, das kommt nicht von Neptun, sondern wie wir mit dieser Energie umgehen. Also oft zeigt im Horoskop, achtsam sein, vorsichtig, das kann auch irgendwelche Betrug oder Täuschungen handeln. Und hier jetzt mit dieser Sonnenenergie wird das aufgedeckt. Pluto ist in Tierkreiszeichen Schütze und zeigt die innere Kraft. Heute möchte ich noch etwas Interessantes zeigen. Die Idee kam daher, dass Vesta oder Hestia steht in einer Konjunktion zum Sonne und Neptun in Tierkreiszeichen Wassermann. Also Sonne, Neptun und Hestia bildet sich im Wassermann eine Konjunktion. Und dann kam bei mir die Idee, ich zeige auch Demeter und Pallas Athene. Ceres oder Demeter, der eine ist der römische Name, andere ist der griechische Name, befindet sich im Sternbild Schlangenträger. Und das ist im Bereich Schütze. Also ich setze Demeter zum Schütze. Diesen Sternbild Schlangenträger befindet sich auch im Ekliptik. Die Ekliptik ist nichts anderes als die 12 Tierkreiszeichen. Das wäre die 13. Tierkreiszeichen, diesem Sternbild Schlangenträger, aber gehört nicht zu den Tierkreiszeichen. Und gerade in diesem Sternbild bewegt sich Demeter, und Demeter symbolisiert die Mutter Erde. Es ist nicht Gaia. Gaia ist Mutter Erde und damit ist unser Planet gemeint. Bei Demeter handelt sich um Getreide, bei Demeter handelt sich um Natur, unsere Natur, das Leben auf dieser Erde. Und Demeter bewegt sich gerade im Schlangenträger. Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt. Und da kommt gerade eine Art Heilung. Wir befinden uns, also unserer Natur befindet sich gerade in einer Heilung. Und jetzt noch Pallas Athene, das ist die Schutzpatronin Athen, die Hauptstadt von Griechenland. Sie gilt als Kriegsgöttin, aber hat nicht mit Kriegsführung was zu tun, sondern die Pallas Athene durchschaut die Kriegszüge, die Strategie des Krieges. Und Pallas Athene gilt auch als Göttin für Handwerk.
besonders die Metallbearbeitung. Und Pallas Athene befindet sich im Sternbild Bärenhüter. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser und diese Mondhäuser zeigen die Tagesbewegung des Mondes. Mond befindet sich im Wassermann und die heutige Mondhaus heißt Purvapatra und wird von Pegasus bestrahlt und Mond vermittelt uns diese Botschaft von Pegasus und das ist die Angstbefreiung. Das ist die Geschichte von Andromeda und Perseus, die sich verliebt haben. Andromeda ist die gefesselte Königstochter und hat Angst. Perseus befreit Andromeda und Pegasus ist dieser geflügelte Pferd und symbolisiert die Angstbefreiung. Welche Verbindungen haben wir? Mond und Jupiter steht in einer Spannung und das bedeutet, wir fühlen die Ungerechtigkeit und diese Ungerechtigkeit, was eigentlich Jupiter symbolisiert, dass dadurch entstehen auch verletzte Gefühle. Mond hat mit Gefühlen etwas zu tun. Mond steht mit Pluto in eine harmonische Verbindung und das bedeutet in inneren Kraft bleiben, die Ruhe bewahren, in Ruhe liegt auch die Kraft und Jupiter steht mit Pluto auch in Verbindung und diese Jupiter-Pluto-Verbindung bedeutet wieder die Gerechtigkeit, das mal auf den Punkt zu bringen. Und das ist das Wesentliche, das ist die Konzentration, das, was die Pluto-Energie vermittelt. Und jetzt zu Maya-Kalender. Im Maya-Kalender sind Wellen und eine Welle dauert 13 Tage lang. Das ist in diesem Kalendersystem wie bei uns eine 7-Tage-Woche. Wir befinden uns im 7. Welle. Und diese 7. Welle dauert bis 11. März. Und diese 7. Welle ist die Welle, die Reinigung und blitzartigen Transformation. Diese Energie können wir im Natur auch beobachten, Gewitter, Blitz, Donner. Und das ist die Erneuerungsprozess, ein Wandel. Und diese Wandel sollen wir ohne Angst begrüßen. Es ist eine Herausforderung, es kann auch stürmisch sein, aber wir sollen in Kraft bleiben. Es ist nur eine Transformation, es ist nur diese Veränderung, eine größere Wandlung. Die heutige Zahl ist die Zahl 9, so haben die Mayas das gezeichnet. Und diese Zahl 9 bedeutet Geduld, Ausdauer, Durchhaltevermögen und einen Überblick zu schaffen über das Ganze, etwas vollenden, weil jetzt kommt, beginnt ein neuer Zyklus. Die heutigen Kraftfeld zeigt Manik, das ist eine planetarische Kraft, könnte ich so mal beschreiben. Und diese blaue Hand oder Manik bedeutet Medizinrat, Vollendung an etwas, vertritt die vier Elemente, das sind die vier Elemente und das bildet sich bei Mayas die Medizinrat und gibt die Heilung, gibt die Vitalität. Die Mondenergie ist heute Ben und beginnt eine neue Mondphase. Das ist nicht mit dem Mondphase was zu tun, was wir kennen, Vollmond, Neumond, sondern im Kalendersystem beginnt ab heute eine neue Mondphase und das bedeutet ein solarer Mond und dieser solare Mond zeigt auch die Sonnenenergie dazu, Sonne- und Mondenergie und das beginnt jetzt, diese Phase
Und diese Mondenergie, diese Mondphase hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen natürlich. Und dieser solare Mond bedeutet mehr Klarheit über unsere Gefühlen. Ben bedeutet übersetzt Himmelswanderer und symbolisiert die Baum des Lebens und Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und die wir werden jetzt, so fühlen wir uns auch, ausdehnen aus unseren Grenzen. Kann uns niemand einschränken, sondern wir lassen das gar nicht so, diese Einschränkungen. Und mit Manik haben wir diese Medizinrat Heilung und Vitalität. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen bei diesem kurzen Infovideo über Aura und Aura-Reinigung. Über dieses Thema habe ich ein Klärungsvideo gemacht und ich werde dieses Klärungsvideo nicht veröffentlichen. Wenn ihr wirklich ernsthafte Interesse daran habt, über dieses Thema mehr zu erfahren, was ist Aura und was ist Aura-Reinigung, dann schreibt mir bitte ein E-Mail und ihr bekommt die Link dazu zu diesem Klärungsvideo. Dieses Klärungsvideo über Aura und Aura-Reinigung ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.